Es ist der 19. Dezember 2022 und mal wieder schön, dass ihr da seid auf meinem Auspark-Video Adventskalender. Und zwar fange ich wieder mit dem Puka-Tee an. Das ist diesmal der hier. Dieser Tee aus Ginseng, Matcha Green. Ja, Grünteefreude mit rotem Ginseng und feinstem Matcha. Ah, das wird jetzt sehr, sehr kompliziert. Also, ja, Matcha ist schon schwierig. Ich mag das auch nicht, wenn es in irgendeinem Lebensmittelessen drin ist, ne? So, The Flower Vision You Kalender, Türchen Nummer 19. Get Cut Shred Handed. Irgendwas für die Hand? Oh, ganz, ganz schlecht. Also, der ist auch in dem normalen Sephora Adventskalender, der günstigere, ein roter Nagellack, der ist gefühlt jedes Jahr mit drin. In jedem Sephora Adventskalender ist dieser rote Nagellack drin. Ja, ich weiß, rot für Weihnachten, tralala und dies und das, aber. Ah, kritisch, 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 okay. Ja, der schönste Kalender ist wie immer der von Maybelline. Happy Holidays! Und wir suchen gemeinsam Türchen 19 und ich habe echt keinen Plan, wo Türchen 19 ist. So, mal gucken, wie lange ich es dafür brauche. Ich bin am Suchen. Ah, ich habe es gefunden. Hier unten. Hier ist Türchen Nummer 19. Ich werde auch eine Lampe hier noch hinhauen, so. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal gemeinsam auf. Also ich mit euch und so, keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich weiß, es ist von Invisibable. Habe ich nämlich schon diesen Aufdruck gesehen auf dem Kalender. Die kooperiert irgendwie mit Invisibable. Übrigens, wer Teddy hat, da gibt es Invisibable auch für 1 Euro. Oder gab es das? Gibt es immer noch? Weiß ich nicht. Es sind Invisibable Haarspangen, diese durchsichtigen. Ob ich sie nutzen werde, weiß ich nicht. Ich benutze immer die normalen schwarzen Standard-Metall-Haarspangen. Weil die sind schon sehr, sehr groß. Und ja, aber ich fürs Kurs ist ein Invisibubble-Produkt. Und wir wissen ja, Invisibubble ist nicht günstig. Ja, aber auf jeden Fall habe ich die Dinger schon für 1 Euro bei Teddy gesehen. Auch Invisibubble, nur als Information. Ja, ich würde sagen, das war's von meinem Adventskalender-Video am 19. Dezember 2022. Und ich wünsche euch noch was. Einen wunderschönen Abend. Oder einen guten Morgen oder einen wunderschönen Tag. Wie auch immer, es ist euer Ding. Genau. Bis dann. Tschüss.